Hallo ihr lieben Leute, nach anfänglichen Startschwierigkeiten, die nichts mit Diablo 4 zu tun hatten, sondern mit diversen Unzulänglichkeiten bei sämtlichen Vorbestellerbonis meinerseits, mehr möchte ich dazu nicht sagen, hat es ein paar Minuten gedauert. Wir haben jetzt 1.13 Uhr und ich werde als einer der letzten Spieler auf dieser Welt mit Diablo 4 anfangen. Hier auf YouTube und immer live auf Twitch bei Master Sir Toby oder eben jetzt gerade hier auf YouTube Teil 1. Ich weiß nichts von dem Spiel, ich weiß gar nichts. Wir gehen jetzt direkt ins Game rein. Ich bin noch in den Einstellungen. Die erste große Quest des Tages. Passt den schwarzen Punkt so an, dass im linken Bild möglichst viele Details erkennbar sind. Passt den weißen Punkt so an, dass im rechten Bild möglichst viele Details erkennbar sind. Passt die Helligkeit je nach Bedarf an. Ich habe es übersprungen. Aus Versehen übersprungen. Gut, dann lassen wir es so. So, auf jeden Fall keine Vorlesefunktion. Bitte nicht. Erstmal nicht. Vielleicht mache ich mir das mal an, aber das weiß ich nicht. Grafik, Schriftgröße. Machen wir sehr groß. Groß. Option für Farbenblindheit. Wüsste ich jetzt nicht. Weiß ich nicht. Bildschirm wackeln an. Blitz bei Treffern. Strobus-Effekt reduzieren. Diese Einstellung deaktiviert verschiedene Effekte und Lichtquellen im Spiel um den Strobus. Lass mal den Strobus-Effekt. Untertitel an. Textsprache Deutsch. Dialogsprache Deutsch. Ja. Okay. Bin ich ja eigentlich. Bin ja eigentlich kein Freund von. So, ich drücke jetzt Y, dann wird dieses Spiel gestartet. Dann geht es tatsächlich los mit Diablo 4. Was für eine Klasse nehmen wir denn, Leute? Guck mal erstmal. Kennen die meisten schon, ich nicht. Habe ich übersprungen. Schon erschrocken. Gesegneter Akarat, dein ewiges Licht beschützt mich, dein göttlicher Rat leitet mich. Ruhe! Wandle ich auch auf dunkle Pfade. Halt's Maul! Sie haben uns gewittert. Rennt! Geht jetzt wirklich los, oder was? Mit Diablo 4. Du musst durchhalten. Ich muss die Story ja verstehen. Ich will die Story ja haben. Ich hab noch nie eine Diablo-Story verstanden, weil ich es noch nie versucht habe. Was soll das denn werden? Das schafft er nie im Leben. Er muss aber. Gesegnete Akra, dein ewiges Licht beschützt mich. Dein göttlicher Rat leitet mich. Sieh mich an. Gesegneter Akarat. Gold in Hülle und Fülle. Zum Greifen. Nah. Nein, ich wollte doch nur antworten. Sie kommen! Ich weiß. Na los. Brich das Siegel. Du musst das Tor öffnen. Scheint mir irgendwie ein besonderer Typ zu sein, ne? Der irgendwas kann, was die anderen nicht können, oder? So viel verstehe ich schon mal. Mit rein, sie kommen. Mit rein steht dein Weg offen. Das Blut zeigt. Ich verstehe es nicht. Blut, ja. Das ist der Schlüssel. Blut ist der Schlüssel! Was? Ich brauche zwei von euch! Schnell! Geht! Ich halte sie auf! Los! Also, hier steht das Blut der Willigen muss... Ist das euer Ernst? Hat er plötzlich geblutet einfach. Alle sind zum Bluten zum Glück. Keine Ahnung, inwiefern das ein Element im Spiel ist. Wir müssen ihm helfen! Der ist geliefert! Mit dem Blut, das ein Element im Spiel wird, ich weiß es nicht. Nein! Tja. Wirklich jammerschade. Kopf hoch, was soll's? Wenigstens müssen wir das Gold nur noch dritteln.
Es muss hier irgendwo versteckt sein. Lies das. So, den mit der Augenklappe haben wir jetzt aber nicht so richtig sterben sehen, oder? Und der ist nicht mehr mit dabei. Irgendwie hatte der mit der Stimme auch eine bedeutende Rolle für mich. Mal gucken. Mit rein, sie kommt. Mit rein steht ein Weg offen. Mit dem Blut der Willigen. Preiset. Die Schöpferin. Oh. Preiset die Tochter. Oh nein. Nein, nein, nein. Was ist mit dem Gold? Was steht davon? Das hier ist verboten. Der Text ist eine Beschwörung. Ich kann das nicht aussprechen. Krieg mich nicht an! Wir sind für Schätze gekommen. Wo sind wir hier? Ich weiß nicht. Vielleicht in einem Tempel. Oder in einem Grabmal. Es ist ein Tor. Sieht schon bombig aus, ne? Das war doch die Stimme von dem Augenklappentypen, oder? Na, seht ihr mal, weil ich das gut mitbekommen habe beim ersten Mal, wo ich das geschaut habe. Ja. Und Blut ist der Schlüssel. Ja, ja. Doch, ich nicht wieder. Oh. Schlachter. Schlachtergefühle kommen hoch. Gesegneter Akarat, dein ewiges Licht beschützt mich. Dein göttlicher Rat leitet mich. Wandle ich auf dunklen Pfaden. Du führst meine Seele zu deinem heiligen Licht. Wir erflehen deine Erlösung aus dem Abgrund. Schon mal Bass, auch eine bekannte Sekunde. Mit Dreien sie kommen. Mit Dreien steht dein Weg offen. Mit dem Blut der Willigen. Bin ich der Löwen auch. Wir rufen dich heim. Unverschämt böse aus. Komm! Tagrat, dein ewiges Licht beschützt mich. Dein göttlicher Rat leitet mich. Wandle ich Öffne auf. Die Augen. Das kann ich mir vorstellen. Diese ewiges Licht beschützt mich. Ewiges Licht beschützt mich. Ewiges Licht beschützt mich. Ewiges Licht beschützt mich. Hier gibt es kein Licht. Du bist zur Dunkelheit gekommen, auf der Suche nach Antworten. Ja. Ja. Und alle Antworten, die du suchst, sind hier. Gib dich hin. Sprich die Worte. Bring sie heim. Jetzt muss er das aussprechen, ne? Ist ja keine Wahl. Stirb's ja so oder so. Ist natürlich ein Hammer. Mit rein. Sie kommen. Mit rein steht dein Weg offen. Mit dem Blut der Willigen. Wir rufen dich heim. Eine Menge Blut. Eine ganze Menge Blut. Die Tochter des Hasses. Und diese Tochter des Hasses ist jetzt wer? Die Schöpferin. Nein. Von was? Sanctuarius. Ah, ja. Preiset. Haben ist ja wahrscheinlich Open World werden. Open World. Lilith. Ich bin nämlich, wie gesagt, Leute, ich weiß hier quasi gar nichts. Einfach mal rein in die Olga. Hat man was sagen? Ist das wieder irgendwas Böses? Ich weiß gar nicht, was das bedeutet. Könnte auch was Rassistisches sein. Deswegen nehme ich jetzt zurück. Rein in die Bulette.
Gebenedeite Mutter, erlöse uns. Die Ziegengöttin. Was ist das jetzt? Sag das mal, sag das kurz. Sibylis oder so hieß sie doch, ne? Lilis. So Leute, ich bin jetzt mal mutig und mache jetzt mal die Kamera wieder an, weil ich glaube, es geht jetzt wirklich los. Oder? Die 4 steht für 4 Unterhaltung. So, 5 Klassen. Jetzt haben wir natürlich die Wahl. Barbarin, Totenbeschwörerin. Hier schon mal alles auf weiblich. Das hat sich jetzt schon geändert in der Zeit. Kann ich da jetzt auch was auf männlich machen? Oder habe ich sie jetzt schon genommen? Ah ja, jetzt haben wir es auf männlich, nicht wahr? Barbar, männlich, Totenbeschwörer. So, drin. Jäger, Lieutenant. Ja, lieber Chat, in dem Fall Lupinator, was würdest du denn nehmen? Falls du noch aktiv bist. Das ist so schwer. Ich glaube, es wird trotzdem der Barbar. Obwohl, mit dem Barbar soll man sich am Anfang so schwer tun, aber ich bin doch so ein Barbarenspieler. Gucken wir mal, wir gucken jetzt mal in Ruhe. Barbar, mächtige Krieger, die auf hohe Gewalt setzen, um ihre Gegner zu bezwingen. Barbar, ne? Nur mit Rrrr. Barbaren können im Kampf aus einem breiten Waffenarsenal wählen, damit sie für jede Situation gewappnet sind. Berserker-Modus. Kanalisiert euren inneren Zorn, um in den Berserker-Modus zu verfallen, der Schaden und Bewegungsgeschwindigkeit erhöht. Blutung. Verwendet Hiebwaffen, um eure Gegner bluten zu lassen und ihnen so Schaden über Zeit zuzufügen. Wandelndes Arsenal. Werdet zum wandelnden Arsenal und erhaltet neben erhöhtem Schaden noch weitere Boni, wenn ihr im Kampf Waffen verwendet. Ungezügelte Wut auf den Gipfel eures Zorn kosten eure Fertigkeiten mehr Wut, dafür sind sie aber auch erheblich mächtiger. Komm, ich mach da jetzt keinen langen Schnack draus. Wir nehmen den Barbar. Wir nehmen ihn, weil ich möchte auch spielen und wahrscheinlich werde ich eh irgendwann mal alle Klassen spielen, wenn ich mir dazu vorstelle, wie ich ihn mir vorstelle. So, ich habe mal gelesen, kurz und knackig, da kann man nicht viel anpassen. Ich möchte aber den männlichen haben. Kann man da... So, das gefällt mir gut. Und dann noch ein anderer Hautton. Ah, das ist doch ein Barbar. Gott, der hat ein bisschen was von Rudolf Mooshammer. Kennt ihr den noch? Rudolf Mooshammer? Ja, wie Rudolf Mooshammer soll er nicht aussehen. Nein, so Menüs zum Glück ist es nicht so. Mit dem Lippenstift, das gefällt mir wohl nicht. Nee, alles zurückgängig. Alles nochmal von vorne. Den hatten wir anpassen. So, mit RB, alles klar. Jetzt haben wir den hier. Nee. So, den nehmen wir und den passen wir an. Eine Nuance höher. So, und kein Lippenstift. Und dunkle Augen, das wollte ich haben. So. Haare gucken wir gleich. Haare kann ich nicht wegmachen, Schminke. Ah ja. Da kommen wir der Sache doch schon näher. Haare, das passt, das ist super. So. So. Kommt schon das Zuckeln? Nee, jetzt müsst ihr das irgendwie speichern. Jetzt haben wir das Problem. Fertigstellen. Hardcore. Ja? Nee, da traue ich nicht. Ach, Farbe der Mimma... Also ich. Achso, guck mal hier. Guck mal einer an. Ja? Nee. Ist alles mit so einem Japano-Gekritzel, ne? Möchte ich jetzt gar nicht abtun. Aber. Ist halt so. Das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Das gefällt mir. Das möchte ich so haben. So, wie nennen wir uns denn? Ja, das ist relativ einfach. Das wird Master. Der Erste, oder? Was sollen wir da groß? Was sollen wir uns da groß? Das wird. Das ist Master, der Erste. Fertig. Ist ungültig. Kann ich so nicht nennen. Maestro Uno. So lernen wir auch noch Spanisch. Uno, due, tres. So, ich weiß nicht. Ist es Spanisch? Könnte auch Italienisch sein. Maestro Uno. So, den werde ich... Au. Wieso nicht?
Maestro Uno. Ja, Leute, da habe ich einmal so einen Weltklasse-Namen. Aha, Maestro Uno. Muss man zusammenschreiben. Oder halt mit Unterstrich. Aber wir machen es so. Gut, Maestro Uno. So, was haben wir jetzt hier? Wählt unten, wie viel Unterstützung ihr benötigt. Dies lässt sich jederzeit im Optionsmenü ändern. Ausführliche Tutorials für neue Diablo-Spieler empfohlen. Minimale Unterstützung bei neuen Funktionen. Erkundet die Hölle auf eigene Faust. Auf eigene Faust. Und auf jeden Fall Weltstufe 2. Das muss ich mich trauen. Empfohlen für Diablo-Veteranen bin ich nicht. Die eine größere Herausforderung suchen, suche ich nicht. Gegner sind eine größere Herausforderung. Monster geben 20% mehr Erfahrung und lassen noch mehr Gold fallen. Ja, aber das muss halt sein. Das möchte ich halt schon. Das habe ich auch eigentlich immer so begangen. Es ist ja auch nicht Hardcore. Es ist halt jetzt immer nur umso peinlicher, wenn man sich durchstirbt. Was geht wirklich los? Also Leute, Diablo 4. Dienstagmorgen 1.30 Uhr. Halbe Stunde Verzögerung. Sanctuario war nie für die Menschheit bestimmt. Die Welt wurde als Zuflucht vor dem Krieg zwischen den hohen Himmeln und den brennenden Höllen geschaffen. Doch stattdessen wurde sie nur zu einem weiteren Schauplatz dieses ewigen Konflikts. Ein Geheimbund namens Horadrim hat die Sterblichen beschützt. Doch nun ist dieser einst mächtige Orden nur noch ein Schatten seiner selbst. Und die uralten Schöpfer Sanctuarios sind zurückgekehrt, um die Herzen der Menschheit für sich zu beanspruchen. Dies ist die Geschichte ihres Niedergangs. Wenn die Hälfte zugehört, Mann, immer der gleiche Scheiß. An ein Eichhörnchen gedacht. Verrückte Tiere. Eichhörnchen. Soll halt super düster sein. Ne? Das finde ich eigentlich schon mal klasse. Ist das euch zu dunkel? Das wäre auch noch eine Information. Ich glaube nicht. Das ist schon wunderbar so. Weiß ich nicht. Oder ist es zu dunkel? Bei mir ist es fast ein bisschen hell. So, das ist ja alles Beta bis Level 20. Ne? Das kennt ja jeder, aber ich muss es trotzdem genießen. Und das wird auch heute nicht passieren, dass ich bis Level 20 komme. Im Leben nicht. Schüsselgrunz oder heißt mein Pferd auch Maestro Uno? Ne, ich glaube, das war ich. Wildschwein hat das arme Pferd so zugerichtet. Was sind das für Wildschweine? Jetzt sind wir allein unterwegs, ohne Pferd, ohne Mount. Noch. Kalt. Ist kalt. Und da kommt das Wildschwein, ne? Das ist kein Wildschwein. Hab ich mich verguckt. Ah ja. Ein Traum, Maestro Uno. Ein Traum. Geht es jetzt los, oder was? Geht es jetzt los? Ich sollte mir eine bessere Zuflucht suchen, bevor ich erfriere.
So, jetzt erstmal rein. Das ist die Map. Da sollen wir hin. Kampagnenquest Stufe 1. Sammlungen. Kennen wir doch. Da will ich mal reinschauen. Grüße, Reisender. Seht die wundersamen Geschichten, die ich zu bieten habe. Jetzt macht die das aber nicht nochmal, ne? Willkommen zurück. Nee, das ist ja Quatsch, Grabjäger. Wieso ich da Geld für ausgeben soll, erstmal. Prolog, Wanderschaft, Berg in der Dämmerung. Such Obdach in einer nahen Stadt. Ich muss Schutz suchen, bevor ich in diesem Schneesturm erfriere. Etappe, Berg in der Dämmerung, Quest 1 von 7. So, was haben wir denn? Mit A greifen wir an. Ich muss warten. Mit B können wir begrenzte Zeit ausweichen. Und hier sind wir schon in der Sackgasse gelangt. Ganz wichtig, L1, LB. So, das ist wahrscheinlich Quatsch, dieses alles aufschlagen, das werde ich auch nicht beibehalten. Ich werde schon gucken, dass ich schon straight forward komme, aber eben mit ich muss offenen Augen. Das ist also dieses Diablo 4, das haben alle reden. Jetzt spielen wir so gut. Ja, ich habe ja noch keine Ahnung. Jetzt gilt es hier erstmal looten und leveln. Vorankommen. Alles, was auf dem Weg ist, mitnehmen. Momentan ist ja noch nicht mehr drin als die Hiebe. Ein Drittel des Levels haben wir bereits erhalten. Aber man merkt schon klar, mit dem Baba ist es halt am schwersten von allen. Ich spiele gerade den absoluten Hardcore-Modus. Das im Softcore. Das darf man nicht vergessen. Das ist wahrscheinlich absoluter Quatsch. Neige dazu, ironisch zu sein. Vielleicht haben sie noch ein bisschen genervt, ich weiß es nicht, oder gebufft, besser gesagt. Ne? Sie sollte wieder frei sein, wenn sich der Sturm gelegt hat. So, kann ich jetzt hier mal, wenn ich ihn getötet habe, nochmal wieder die Karte öffnen und habe neue Erkenntnisse. Ja, allerdings. Ich weiß jetzt, wo es lang geht. Das sind die Erkenntnisse. Oh nee, das kann ich nicht machen. Dann vorbeilaufen. Ich bin mal sowieso gespannt, wie das mit dem Loot aufsammeln hier auf den Konsolen klappen wird. Ich fand es bei Diablo 3 echt ein bisschen schwierig. So, ich versuche jetzt den Ironiemodus mal ein bisschen auszuschalten und mich mal tatsächlich hier auf dieses wunderschöne... Eine weitere. So, jetzt bin ich in Nevesh. Dämonen. Nevesh. Überall. Reißzähne in der Dunkelheit. Ah, er hat mich gebissen. Vorsicht, er ist wild. Ist halt groß. Das ist gut zu wissen. Da habe ich nämlich wieder rumgespielt. So dürft's deutlich besser sein, Lupinator, nicht wahr? Lupinator. Lupinator. Lupinator, Lupi, Lupinator. Wie ging das nochmal? Nominator hier vom Christian. Dem richtigen, dem Nominator. Nicht der Lupinator. Ist es jetzt besser? So Leute, jetzt soll ich hier in die Tür klopfen. Ich habe ja keine andere Möglichkeit. Geht rein. Diese Behausung, hier ist wahrscheinlich was passiert. Oh, ist Oswin. Was geht hier vor? Was geht es euch an? Oswin, seid still. Es tut mir leid, Wanderer. Ihr kommt zu einem schwierigen Zeitpunkt. Dieser Verrückte ist einfach in die Stadt getorkelt und hat Ärger vom Zaun gebrochen. So ist alles jetzt. Aus den Ruinen. Wahrscheinlich wieder zu viel. Nee, ich lasse das so. Ruinen? Wovon redet er? Maestro Uno. Kommt. Ich erkläre es euch. Nicht gehen würde. Ja, lauter, dann ist es. Nee, das ist zu laut. Dann komme ich im roten Bereich von OBS. Ich bin jetzt an der Grenze. Klar, wenn ich normal rede, nee, das ist alles. Da kann ich hier, es muss jetzt so bleiben, leider. Muss ich hier? Was ich wohl dir noch machen kann, ist das hier. So.
komme ich dir entgegen. Mache ich den Spielsound noch ein bisschen leiser. Jetzt habe ich die Hälfte verpasst. Was ist jetzt passiert? Danke, Lupinator. Ja, muss ich jetzt noch alles, muss ich nochmal von vorne anfangen. Muss ich nochmal von vorne anfangen, deswegen jetzt. Ich muss irgendwo hin. Da ist irgendwer mutiert. So, da ist doch auch schon so eine Kämpfermarkierung. Ich habe sie aus Kiowaschat mitgebracht. Ich bin kein Käufer. Ich bin ein Finder. Das Feuer sieht gut aus, aber ich sollte es noch im Auge behalten. Wie bitte? Habt ihr etwas gesagt? Nein. Ich habe Hausmittel. Falls ah, der heilt mich, okay. Wenn der mir den ganzen Platz am Feuer besetzt, schubst ihn einfach. Ah, unsere kleine Stadt ist nichts Besonderes. Aber sie ist unser Zuhause. Könnt ihr uns vor dem beschützen, was dort draußen lauert? Wir können uns an niemanden sonst wenden. Natürlich, dafür bin ich doch da. Niemand sollte in Furcht leben. Ich werde diese alten Ruinen vom Bösen säubern. Wirklich? Oh, vielen Dank. Ah ja. Stufe 2 erreicht. So, jetzt ganz langsam. Bergende Dämmerung. Quest abgeschlossen. Da sieht man dann XP und Gold. Gut, das ist soweit alles bekannt. Jetzt gehe ich mal. Schau ich mal. Fähigkeiten. Ein Punkt verfügbar und ich kann mich jetzt zwischen 4 Fähigkeiten entscheiden. So, und da mache ich jetzt einfach mal frei raus. Das kann man ja vorher nicht wissen, was gut ist. Da wollte ich es genau das. So, Sprungschlag. Erzeugte Wut 9. Stützt euch nach vorn, schlagt einen Gegner und fügt ihm 12 Schaden zu. Klingt auch schon mal fast ein bisschen nach einem Movement-Skill. 10 Wut. Erzeugt mehr als der erste Wuchtwaffe. Das hier hatte keine sonst. Nee, nur Basis. Versetzt den Gegner einen Hieb mit eurer Waffe und verursacht 12 Schaden. Wenn ihr Gegner 4-mal getroffen habt, betäubt euer nächster Hieb 1,25 Sekunden lang, wird auf 2 Sekunden erhöht, wenn ihr den Zweihandwaffen verwendet. Das ist jetzt mein Favorit. Überzieht Gegner mit vielen raschen Schlägen, bam, 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 die mit jedem Trefferpaar 6 Schaden verursachen. Wenn Raserei einen Gegner trifft, erhöht sich ihre Angriffsgeschwindigkeit 3 Sekunden lang um 20% bis maximal 60%. Das klingt für mich sogar gerade am allerbesten. Da kann ich mir vorstellen, da kann man viel mitmachen. Wahrscheinlich werde ich irgendwann eh alles lernen, oder? Schindet den Gegner und fügt ihm einen Schaden zu. Fügt im Verlauf von 5 Sekunden, wir nehmen das jetzt hier. So. Und kann man ja direkt dann auch hochleveln, ne? Mhm, sieht so aus. Oh, war ja. Naja, gut. Ja, es ist jetzt mein Standard-Kampf-Skill dann, oder was? War vorher was anderes, ist jetzt das. Dafür habe ich mir jetzt so viel Mühe gemacht. Wir werden für ihn tun, was wir können. Vielleicht muss er aber erstmal im Schuppen bleiben. Er hat versucht, Oswins Finger abzuweisen. Gut, 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 gut. So, wo sollen wir jetzt hin? Oh, jetzt geht die Reise aber natürlich schon richtig weit. Ja, wollen wir mal loslegen. Keine Zeit verlieren. Nee. Wir müssen jetzt mal testen, ob noch irgendwas auf der Minimap angezeigt wird, wenn man näher kommt. Deswegen machen wir den Umweg hier mal. Aber im Endeffekt war es jetzt nur wegen dem Behälter und dem Wag hier. Das sind schnelle Schläge, das gefällt mir. Ja, ja, das ist super. Das ist super. Damit können wir schön die Wut aufbauen. Ein bisschen Gold, immerhin ein bisschen Gold. Am Anfang müssen wir mal alles nehmen, trotzdem müssen wir schneller voran. Soll jetzt kein 100-Stunden-Let's Play werden. Nur die Story. Danach kommt doch eher die große Zeit. Ja, und er erzeugt Wut. Und Handschuhe. Jetzt hat er sie auch automatisch ausgerüstet wahrscheinlich. Wie komme ich da jetzt hin? Hat er nicht. Handschuhe. 13 Gegenstand macht 6 Rüstung plus 6. An damit. Passt doch wunderbar zu Feldtunika und Fellhose und sowas. Jetzt habe ich auch Handschuhe schon. Jetzt ist mir schon wieder wärmer. Es gilt halt noch rauszufinden, was wird angezeigt auf der Minimap und was nicht. So, ich habe 4 von 4 Heilträgen. Ich verstehe. Jetzt kann ich einen benutzen und wieder aufnehmen. Okay.
Das kann man bestimmt auch noch höher treiben, könnte ich mir vorstellen. So, jetzt sind hier zwei Symbole. Ein so ein Verlies-Symbol und dass die Quest da weitergeht. Weiß ich natürlich jetzt nicht, was damit auf sich hat und ob man nicht hier eventuell das Ganze austricksen kann. Immer mal umschauen. Nee. Ach, guck mal hier, mein guter alter Freund, der André. Der spielt das Spiel auch. Ruinen des Frostgeheuls. Da soll ich jetzt rein? Dann mal auf. Das ist also wahrscheinlich der erste Dungeon. Innere Dunkelheit. Durchsucht die Tiefen der Ruinen des Frostgeheuls. Bin auch fast schon Level 3. Da kommt schon bald die nächste Fähigkeit dazu. Das ist ja schon mal klasse. Kisten. Nee. Einfach durch, Leute. Einfach durch. Nicht zu viel erkunden. Ja, wer weiß nicht, mit wem das zu tun hat. Lass mich durch. Schöne Kiste. Wurde auch nicht angezeigt, tatsächlich. Muss man manuell finden. Ja, das ist ja auch gut so. Da ist Level. So, direkt. Direkt mal gucken. Direkt, ach komm, verstärken. Was überlege ich lang? Ach, jetzt habe ich aber hier die Möglichkeit. Was ist das denn? Kernfertigkeiten verbrauchen Ressourcen, um mächtige Angriffe zu ermöglichen. Was? Ja, ich könnte mir da was drunter vorstellen, aber das muss ich erstmal testen. Nicht zu viele Gedanken machen, noch ist es eh nicht verfügbar, wenn ich das richtig sehe. Kämpfe ich jetzt hier gerade? Nee, meine Fäuste glühen einfach nur, weil ich unfassbar krass drauf bin jetzt schon. Darum wahrscheinlich. Nee, also das hier ist ein erster Dungeon, so. Ich weiß ehrlich gesagt nicht genau, nach was wir jetzt hier suchen, weil ich diesen einen Vater verpasst habe, wo wir in dem Haus geredet haben mit dem... Mit dem Kranken, oder wer das war. Mit Oswan haben wir geredet. Das sind aber jetzt schon Massen an Gegnern. Ich werde das Bildschirmwackeln definitiv ausstellen. Wo kann ich das machen? Bitte sofort. Weil das nervt mich nämlich jetzt schon. War das? Oh Gott. Was? Nein! Meine Herren! So, speichern. Danke. Oh, da ist irgendwas. Ich denke mal ein Heilbrunnen. So ist es. Wäre jetzt interessant gewesen. Ach, der wird wahrscheinlich aber auch die Tränke halten. Heilen, da gehe ich schon von aus. Höhlenberührte Gänge. Ich kann doch jetzt nicht. Ja, hier bin ich sowieso jetzt drauf angewiesen. Hier muss ich erkunden. Öfter die Kreistaste benutzen auf jeden Fall. Um ein bisschen schneller voranzukommen. Ich weiß jetzt ja nicht, wo es lang geht. Ich muss mich jetzt schon mal umgucken. Das sah zwar gerade vielversprechend aus da, aber nachher laufe ich doch völlig in die falsche Richtung. Ein Raum, da brauche ich jetzt wirklich nicht rein. Da liegt noch eine Truhe. Guck mal einer an. Da liegt... Oh, das ist der erste Endboss! Ich bin verwundbar, aber das sollte kein Problem sein. Ich bin auch Master Satoru Maestro Uno. Einfach draufhauen, bewegen ist noch gar nicht wichtig. Nicht gegen die kleinen Mobs. Taktik spielt noch keine Rolle. Das ist auch gut um die Uhrzeit. Muss ich sagen, ist gut um die Uhrzeit. Da sind wir jetzt auch gar nicht aufnahmefähig für. Handwinkel des Schreiters. Mein erstes blaues Item. Das ist ja wieder toll. Oh, was ist das? Eine Fellhose. Eine Axt. Und eine Menge Gold. Direkt mal gucken. So. Fellhandschuhe plus 5. Da steht's doch. Super, passt zur Rüstung. Ja, die unbeugsamen Handwinkel des Schreiters muss ich natürlich auch ausrüsten. Willenskraft. Ist das für mich relevant? Ich glaube nicht, aber es hat mehr Rüstung. Deswegen nehmen wir es natürlich auch. Der Beinschutz. Die neue Superfellhose. Und die Axt. Zweihandaxt. 42 Schaden pro Sekunde. Macht natürlich mehr Schaden. Als ein Zweihandschwert. Ich weiß nicht, ob ich auf Zweihand gehe. Ach so, haben die das gelöst mit Zweihand. Ich hatte den eigentlich mehr an. Moment, das sind doch.
Das ist doch, das hat er doch, er hat doch was anderes ausgerüstet. Was ist das denn hier? Axt? Hammer? Handaxt. Haupthand? Zweihändige Hiebwaffe? Zweihändige Wuchtwaffe? Was ist das? Muss ich jetzt immer vier Waffen tragen oder was? Das ist ja hochinteressant. Das finde ich noch raus. Das finde ich noch raus. Wie schneller schlägt. Komm durch, durch, weiter, weiter, weiter. Sammeln, was geht. Gucken, ob wir... Ich weiß nicht, ob wir hier richtig sind oder hätten wir da eben schon in diese höllenberittene Tiefgänge oder wie sie hießen. Keine Ahnung. Runtergemusst. Das weiß ich nicht. So, jetzt bin ich Stufe 4. Macht das jetzt Sinn, das einfach nochmal zu verbessern? Ich möchte ja auch ein bisschen was sehen. Nee, nee, ich nehme mal was anderes. So, jetzt, was ist das jetzt hier? Kernfertigkeiten verbrauchen Ressourcen, um mächtige Angriffe zu ermöglichen. Ihr habt Zugang zu mächtigeren Fertigkeiten erhalten. Ihr könnt sie ansehen, indem ihr greift Gegner in der Nähe schnell an und verursacht 7 Schaden. Wirbelwind. Das ist ja schon mal super. Wirbelwind war immer klasse. Wirbelwind habe ich auch immer gerne gespielt beim. Das ist doch der Kultbild, oder? Wahrscheinlich ist er hier nicht so toll, weil es eben der Kultbild ist. Hammer der Urahnen. Schmettert euren Hammer mit dem Zorn der Urahnen nach unten und verursacht 20 Schaden in einem konzentrierten Bereich. Kann ich, glaube ich, gar nicht. Doch, kann ich wohl. Wird nur so komisch rund-klein angezeigt. Glückstreffer. Eure Kernfertigkeiten verfügen über eine Chance von 10%, Gegner 2 Sekunden lang verwundbar zu machen. Was heißt jetzt verwundbar? Wie komme ich da jetzt dran? An den Tooltip. Gibt es da eine Möglichkeit? Ach, da unten steht's. Verwundbare Gegner erleiden 20% mehr Schaden. Ein Passivskill. Bohrt eure Waffe in den Boden und schleudert Geröll nach vorn, der 33 Schaden verursacht. Schwingt eure Waffe aus entgegengesetzten Richtungen und verursacht mit jedem Treffer 12 Schaden. Gegner in der Mitte erleiden durch beide Waffen Schaden. Wieder so eine Zweiwaffennummer. Ach, da muss man auch vielleicht Rücksicht drauf nehmen, ne? Jetzt habe ich mich ja für die Zweiwaffennummer entschieden. Ich könnte ja auch Wuchtwaffe machen. Oder eben Wuchtwaffe. Oder eben was anderes. Wuchtwaffe. Dann hätte ich auch auf Wuchtwaffe gehen können. Wäre ja auch nicht schlecht gewesen. Jetzt nehmen wir das hier. Komm. Einfach mal testen. Weisen wir zu auf... Ja, von mir aus. Auf X. Auf Viereck. Auf X. Ich habe nicht genug Wut. Da brauche ich, muss ich jetzt Wut generieren. Jetzt wird Wut generiert. Jetzt werde ich wütend. Ja, großer Umweg. Wir hätten einfach runtergekönnt. Das war fast klar. Oh, warte, jetzt wird aber... Oh, wütend. Mein Gott, werde ich wütend. Oh, dass ich jetzt wütend bin. Dann muss ich gleich mal X drücken jetzt. Guck mal hier. Ich habe kaum noch Wut. Ja, aber noch sehr... Ah, das kann man bestimmt toll upgraden. Vielleicht ist das schon tatsächlich die Attacke der Wahl. Zweihandschwert. Benutze ich zwar nicht wirklich. Ich hätte ja gern... Ist ja spannend mit den ganzen Waffen. Da weiß ich aber noch nicht, was ich davon halten soll. Ja, schon Level 4. Also viel weiter habe ich die Beta nicht gespielt. Und ich kannte mich nur... Nee, so in diesen tiefen Abgründen war ich in der... War ich nicht. So weit habe ich sie nicht gespielt. Ganz schnelle Höllenblut. Boah, sind die flink. Aber nichts gegen meine flinken Schläge. Die natürlich noch recht wenig Wut aufbauen. Eine Keule. Und das ist eine Wuchtwaffe. Ach, die haben auch nochmal. Hätte ich natürlich gerne noch eine Wuchtwaffe für zwei Hände, weil jetzt schlage ich ja mit einem Kolben und einer Axt. Das ist aber nicht schlimm. Glaube ich nicht schlimm. Unfassbar. Unfassbar. Was ist denn deine Tendenz? Was passiert in den nächsten zwei Tagen? Ist das jetzt nur noch Monster Hunter oder kann es sein, dass es bald zu Ende geht? Ich wäre jetzt tatsächlich durch Träume wieder falsch gelaufen.
freue mich schon, wenn da oben steht, Lupinator hat sich eingeloggt. Was freue ich mich da drauf? Ja, Wut generieren, gar kein Problem. Natürlich blöd, also so blöd ist es gar nicht. Man kann schon schlagen und sich dabei wieder bewegen. Zwei Schläge bewegen. Geht schon. Ja, noch. Ja, ich kann wahrscheinlich schon nicht mehr zurück. Nein, ich weiß nicht, Quatsch. Aber erstmal voll und ganz hier. Ich muss jetzt auch mal hier weiter vorankommen. Jetzt haben wir 2 Uhr. Ich muss bis 3 Uhr mindestens noch machen. Ich mache wahrscheinlich, vielleicht mache ich sogar bis 4 Uhr und mache dann jeweils stündlich nochmal 5 Minuten Pause. Da komme ich auch mit zurecht. Zwischendurch noch was essen. Das mache ich aber nicht im Stream. Wie cool die das. Oh, da ist irgendwas ganz Wildes. Und ich habe ja auch Wut ohne Ende. Da könnte ich doch mal. Ich habe nicht genug Wut. Da ist die Wut schon wieder weg. Schnell weg. Aber auch schnell wieder aufgeladen. Ja, wer bist denn du gewesen? Für mich kein Problem. Für mich ein Klacks. Beinlinge des Schreitens. Des Schreitens. Des Schreiters. Macht ja eigentlich keinen Unterschied. Ist auch gleich viel wert. Da geht es sich nur ums Optische. Und da gefalle ich mir so viel besser. Da kommt nur her. Klacks. Ist ein Klacks. Noch ist es ein Klacks. Sackgasse. Da bin ich schon wieder. Es gibt halt. Also schlimm ist das nicht. Und wieder unbedingt das Ausweichen angewöhnen. Dass man das alle paar Sekunden machen kann. Jetzt könnte ich es schon wieder tun. Einfach mal in der Kiste. Einen unfassbar krassen Zweihandhammer, der mich so viel stärker macht. Ich brauche ihn halt nur nicht. Wenn ich das bis jetzt richtig verstanden habe. Noch brauche ich ihn nicht. Ich brauche hier vor allen Dingen gerade meine Zweihand-Hummis. Das gefällt mir aber auch jetzt schon sehr gut. Zweihand und dann Wirbelwind ist dann mit was wird der Wirbelwind denn? Können wir ja mal kurz gucken. Ach, der wird aber mit der, hier, mit der Wuchtwaffe ausgeführt, wenn ich das jetzt richtig verstehe. Wobei da oben ja kanalisiert steht. Wie hätte ich dann jetzt darauf schließen können, dass das sich um die Wuchtwaffe handelt? Was ist jetzt los? Jetzt habe ich. Nee, ich wollte gerade sagen, der macht da jetzt nicht extra die ganze Zeit mit der Wuchtwaffe, Kokolores. Ah, es ist natürlich jetzt alles viel auf einmal. Ich meine, noch komme ich damit klar. Aber noch hat das Spiel ja auch nicht angefangen. Direkt neuer Loot checken. Handelt sich hier auch um eine Wuchtwaffe. Das heißt, jetzt wuchtet er mit dem Steilkolben. Dann Hammer. Gibt's nichts. Vielleicht eine Truhe. Ich sollte den Weg ganz gehen. Hat sich nicht gelohnt. Hier gibt's gar nichts. Truhen sind doch immer was Schönes, nicht wahr, Freunde? Truhen sind immer schön. Was ist, wenn ich so drücke? Achso, dann mache ich die Map auf. Was ist, wenn ich das gedrückt halte? Weil da oben links, oben rechts, neben der Uhrzeit, dieses Zeichen stand. Jetzt weiß ich auch, wo ich bin. In den höllenberührten Gängen. Hier hat es den Priester erwischt. Oh. Fall. Okay. Schlag. Noch ein Schlag. Kann man schön von hinten gut aufbauen. Naja, ich verstehe. Denke ich, oder? Oh, da kommen jetzt. Ja, das ist doch perfekt für den Wirbelwind jetzt. Jetzt auf ihn. Nicht genug Wut. Die Wut geht wohl schnell weg. Ich bin noch nicht bereit. Voll rein. Aber er hat mich nicht getroffen. Ich bin verwundbar. Oh, ein Heiltrank. Brauche ich gar nicht. Mal heilen, nochmal nehmen. Scheint mehrere Phasen zu haben. Ich muss öfter diese Wut wieder degenerieren, weil sie lädt sich ja nicht unendlich auf. Warum stelle ich mich da rein? Warum stelle ich mich denn schon wieder in diese Fremdheit? Das fordert ja einen schon. Ich bin ja jetzt schon einfach. Das ist aber noch verzeihlich. Den soll man aber noch schaffen. Da kann ich mich mal entspannen und ganz entspannt einfach auch draufkloppen. Da muss ich keine Angst vor nichts haben. Ich habe keine Wut mehr. Komm, hier liegen überall noch Tränke. Mir kann gar nichts passieren.
Kann man da gedrückt halten? Ja, das kann man. So, gut. Längs wieder voll. Öfter benutzen, Tobi. Öfter benutzen. Theoretisch hätte ich da auch ausweichen können mit ein bisschen Raffinesse, nicht wahr? Aber jetzt haben wir den auch gleich so erledigt hier. Mach da nochmal den Mist. Nee. Guckt euch das mal an, was da alles liegt. Eine Keule. Ein Zweihandhammer und Fellhandschuhe. Fokussierte Keule. Für die Handaxt, völlig richtig. Was konnte die jetzt? Eine Wuchtwaffe. Jetzt habe ich zwei Wuchtwaffen. Das war ja schon mal Ziel Nummer 1. Streitkolben plus magischer Streitkolben. Das passt ja schon mal wie die Faust aufs Auge, beziehungsweise wie der Streitkolben auf dem Goblin-Schädel. Das ist eine schnelle Waffe. Mhm. Ja, und der wird auch genommen. Klar, und die Handschuhe sind hoffentlich... Die Handschuhe sind schlechter, die sind eine Niete. Kann man die eigentlich zerlegen? Nö, als Ramsch kann man die markieren und dann wahrscheinlich später mit einem Klick entfernt, mit einem Klick verkaufen. Was war das noch da unten? Tasche sortieren? Ach, dann sortiert er. Die Tasche, gut. Alles klar, Herr Kommissar. Wollte gerade R1 drücken und die Waffe wegstecken. Monster Hunter Veteranen fühlen sich angesprochen. Ja, ich bin jetzt ja nicht wegen den Handschuhen hier oben. Ihr redet weiter. Kehrt nach Nevesks zurück. Das ist doch nur ein Teil von MMP hier. Ich weiß es nicht. Jetzt bin ich da raus. Was habe ich denn jetzt bewirkt? Ich habe den Boss da getötet. So. Und damit habe ich jetzt die Welt schon gerettet, oder was? Ich kann der ganzen Story nicht folgen. Viel zu komplex. So, jetzt mal aufpassen hier. Die alten Ruinen sind sicher. Eurem Dorf droht keine Gefahr mehr. Wirklich? Ha! Beim Licht! Ihr wurdet vom Himmel geschickt. Oh, es tut mir leid, aber wir haben kein Geld. Dafür haben wir heißen Eintopf. Und damit gebe ich mich auch zufrieden. Spült den Eintopf damit herunter. Fand ich sogar wirklich witzig. Es ist eine Ehre, wenn ihr uns Gesellschaft leistet. Auf unseren Retter. Oh, die haben mir da was in den Trank getan, oder? Das kann doch nicht. Ich bin doch ein Trinker. Ich kann das doch ab eigentlich. Ich werde doch jetzt hier wohl nicht besoffen sein. Das ist ja schon mal eine krasse Wendung. Eben noch unser Freund. Haben die sich das alle nur ausgedacht? Ich sah meinem Leichnam und aus meinem Mund kroch Hass. Ein Vater verbrannte seiner Kinder auf einem Scheiterhaufen und eine Mutter formte aus der Asche ein neues Zeitalter. Ich sah, wie die Schwachen erstarkten, ein Rudel Lämmer, das sich an Wölfen labte, Tränen aus Blut regneten auf einen Wüstenjuwel und der Weg zur Hölle wurde entzweigerissen. Dann kam ein Speer aus Licht und durchschlug das Herz des Hasses und er, der gefesselt war, wurde befreit. Radmars Prophezeiung. War das das, was wir da eben gesehen haben, im Intro vielleicht, was dort gelesen wurde, von dem tollen Erzähler Master Satobi? Weiß es nicht. Ich kriege es alles nicht verarbeitet. Das ist zu viel auf einmal, das ist Diablo 4, Leute.
ist der Oswin dieser Klappentyp oder was? Nein. Das hätte ich doch erkannt. Ich habe jetzt immer noch nicht drauf geachtet. Irgendwie. Er hat keine Augenklappe, oder? Beim Blut der Mutter. Beim Körper der Mutter. So. Werdet ihr ihre Herrlichkeit bezeugen? Bevor ihr sterbt. Ist noch nicht so weit. Was ist jetzt los? Sie kommen! Das ganze verdammte Dorf! Aufstehen! Steh auf! Wir müssen uns den Weg freikämpfen! Da! Ergreift sie! Ja, dann machen die Waffen. Licht uns schützen. Eieiei, kann ich den da hinten noch rufen? Verlorene Seele! Ihr alle! Oh ja, scheinbar fand ich da zumindest irgendwas. Irgendwann hat. Stufe 5. Stufe 5, Leute. Das heißt, was ist? Wow. Expertisen. Expertise mit Einhandwaffen. Wir gucken mal, wir haben jetzt gerade Einhandstreitkolben. Also Expertise mit Einhandstreitkolben. Arsenal an beidhändigen Waffen. Rang 0 von 10. Beim Einsatz von Streitkolben. Fügt betäubten Gegner nur eine Chance zu. Diese Menge verdoppelt sich, wenn ihr zwei Streitkolben habt. Rang 1. Achso, wenn ich mit diesen Waffen spiele, dann verbessert sich automatisch. Das macht es ja schon wieder ganz fantastisch. Das hat mich ja schon gefangen. So, der Wirbelwind oder das hier. Oder was ganz Neues. Was kommt denn da noch? Verbesserter Wirbelwind. Erhaltet ein Wut, wann immer Wirbelwind einen direkten Gegner oder vier Wut gegen Elite-Gegner. Das müssen wir auf jeden Fall dazu nehmen. Können wir das schon? Das wollte ich eigentlich jetzt noch nicht. Wir machen mal einfach mal. Wir basteln einfach mal drauf los. Und schauen, was passiert. Und machen es auch ein bisschen von der Ausrüstung abhängig. Wir werden ja wohl relativ einfach rerollen können. Jetzt mal ein bisschen Wut aufbauen. Ist ja alles noch nix. Das waren alle, wenn es das Licht so will. So, und wo sollen wir jetzt hin, Jung? Hat die ganze Stadt uns verarscht. Wahnsinnig. Diese Ketzer haben mich betäubt, als ich von den Ruinen zurückkehrte. Ach, genau, der war das. Ich kam wieder zu mir und floh. Ich versuchte, in die Kapelle zu gelangen, aber sie war verschlossen und... Oh, bah, schön. Mit Bröckchen. Welch übel ist das. Blöden sieht man die auch? Ja, sieht man bei euch auch, die Bröckchen. Sie müssen sie mir gegeben haben. Ein blasphemisches Ritual. Wie haben Sie davon erfahren? Vielleicht liegt die Antwort in der Kapelle. Sie haben sie aus einem guten Grund abgeschlossen. Diese Frau, die sie angeführt hat, könnte den Schlüssel haben. War ganz wichtig, das mache ich generell immer, werde ich jetzt hier auch wieder tun. Da ist es am besten jetzt tatsächlich, auch wenn ich mehr könnte, mal Stereo zu machen. Und da muss ich mal runter, so, das ist wichtig, so müssen wir es machen. Dann kann ich es bei mir nämlich auch was lauter machen. Und die Stimmen sind immer noch gut zu hören. Alles andere ist ein bisschen Hintergrundgedudel. Ich glaube, so macht Sinn. Ja. Aha. Jetzt kommen wir auch in die Butz. Wunderbar, weiter. Das macht Bock, ich bin drin.
Laufe ich jetzt allein? Laufe ich jetzt ohne ihn? Nee, ich muss nur so. Ich muss doch nicht so langsam laufen. Ich kann doch vor. Ich bin noch nicht. Hier war ich ja schon überall. Jawohl, hier kenne ich mich doch aus. Hier bin ich in der Wäsche. Blutblüten. So wie die, die mir eingeflößt wurden. Ist das echt? Was für eine geile Open World. Es gibt so viel zu entdecken, so viel zu tun mit einer deepen, coolen Geschichte. Vielleicht sogar... Oh Gott. Das könnte was sein, Leute. Das könnte wirklich das Spiel sein, was sich alle erwünscht haben. Bis jetzt gefällt es mir super klasse, mega gut. Schändlich. Unser Vater hat euch einen Pfad der Erlösung aufgezeigt. Ich nutze die Chance. Und rauch mir eine während der Zwischensequenz. Kommt ihr bei jeder Gelegenheit davon ab. Ihr zecht und zockt. Ihr begehrt und stehlt. Schändlich. Sünde ist ihr Geburtsrecht. Meine Kinder, Lilith, die ist plötzlich hier. Wollen unsere Welt verschlingen. Das war mega inszeniert, ey. Die Erlösung liegt nicht im Licht, sondern in euch. Glaube lehrt euch, das Verlangen des Herzens zu verleugnen. Er hat euch zu Gefangenen in euch selbst gemacht. Sprengt eure Ketten und erkennt, wozu ihr bestimmt seid. Sprengt eure Ketten und erblüht in freiester Sünde. Ach, guck mal an, jetzt hat die sich als... Jetzt ist die also... Widersteht. Nee, widersteht, ich dachte, die hätte sich jetzt in Menschen... Oha. Barney, ich bin es. Ich habe euer Kind in diese Welt gebracht. Ach so, hat sich das Dorf also als auch möglich erwiesen. Ich verstehe. Mutter. Elias und Lilith. Von vielen. Geh zur Trockensteppe und setz deine Vorbereitungen fort. Nun beginnt unser wahres Werk. Alles klar. Ach, ihr seid zu euch gekommen. Hab ich das jetzt geträumt oder was? Offensichtlich. Ihr seid dort drin zusammengebrochen. Ich dachte, die Dunkelheit hätte euch verschlungen. Ich habe euch hierher geschleppt und diesen verfluchten Ort niedergebrannt. Was ist euch dort zugestoßen? Ich sah eine Vision. Ein gehörnter Dämon. Sie sagte, die Herrscher der Hölle nahten heran
Sie wollte den Menschen dabei helfen, zu überleben. Helfen? Sie nannte sie ihre Kinder. Und sie begrüßten sie wie eine Mutter. Mutter? Nein, das kann nicht sein. Ich muss der Kathedrale Bericht erstatten. Er ahnt was. Josef ahnt was. Im Osten befindet sich ein Eremit, ein Mann mit fragwürdigen Loyalitäten. Aber er kennt das Verbotene. Er könnte nützlich sein. Bringt ihn zur Kathedrale in Kiowaschat. Dann werdet ihr die Gunst des Lichts erhalten. So, ich habe keine Ahnung, warum ich jetzt plötzlich die Gunst des Lichts erhalten soll, aber offensichtlich wird mir das helfen, um der Sache näher zu kommen. Und der Typ, der sich mit dem Verbotenen auskennt, der wird vielleicht auch das Verbotene von Lilith in irgendeinem Stück mehr aufhellen können, das Wissen darüber. Tiger des Frostgeheuls, Level 5. Jetzt müssen wir tatsächlich ein ganzes Stück nach oben. Kommen wir hier durch, da oben, durch diese Gatter. Offensichtlich nicht. Müssen wir außen rum. Macht das Sinn, hier noch irgendwas zu tun? Nö, nö, nö. Heiter weiter. Jetzt mit den beiden Super-Streitkolben sind wir wahrscheinlich schon mega mächtig. Altäre von Lilith sind in ganz Sankt Ture versteckt. Sie verleihen allen Charakteren auf diesem Realm dauerhafte Wertverbesserung. Dauerhafte Wertverbesserung. Geschicklichkeit wurde für alle Charaktere auf diesem Reel um 2 erhöht. Ich mach das doch. Ich drück den Knopf. Aber dann bringt er mich hier rein. Und ich soll doch eigentlich... Wo ist das jetzt mit den Herausforderungen? Hier. Nehmt einen Altar von Lil ein. Tötet Gegner schnell mit verschiedenen Waffentypen. Okay. Ja, wir machen einfach mal weiter. Noch verstehe ich da keinen Zusammenhang. Oh, da ist ein Verlies. Da muss ich aber mal rein. Das ist jetzt ja schon alles Open World. Ich habe ja da angefangen und begebe mich jetzt weiter. So verstehe ich das ja richtig. Das ist ja schon ganz, das ist ja ganz fantastisch. Nein, ein Gerösteter. Ja, in den Keller müssen wir mal reinschauen. Da gibt es keine Wahl. Da müssen wir uns mal wenigstens mal grob umgucken. Naja, klassisch. Klassisch von Skeletten, wie man das kennt in Kellern, von Skeletten bewohnt. Ja, generiert auch ein bisschen Wut, lässt mich schon ein bisschen, ich muss ein bisschen aufpassen. Auf die Energie gucken. Und natürlich hier schon harter Tobak. Boah. Das war's? Kein Drop, nix? Das ist aber traurig. Naja gut. Dann mag es halt so sein. Das hat sich nicht gelohnt, der Ritt in einen einsamen Keller. Den nächsten lassen wir aus. Kann ich nicht. Wenn es auf der Karte angezeigt wird, muss ich da rein, leider. Unika des Schreiters. Da haben wir ja wohl das große, großartige Schreiter-Set zusammen. Ach, guck mal, was ich hier noch alles gefunden habe. Das habe ich ja gar nicht mitgekriegt. Da muss ich mich ja direkt mal umschauen, wenn die Gegner hier aus dem Weg geschafft sind. Sinkt Wut eigentlich mit der Zeit? Sehr interessante Frage für mich. Aber erstmal müssen wir uns hier umgucken. Also, wir haben eine neue Zweihandwaffe. Ja, das ist fast schon alles. Ja, ich bin aber viel stärker. Der ist aber viel stärker. Halten wir aber jetzt viel mehr mit aus. Was ist das denn für ein toller Brustschutz gewesen? Reif habe ich ausgerüstet. Was kann der? Widerstand gegen alle Schadensarten. Und das Ding ist doch auch noch neu, oder? Wäre neu gewesen. Damit ging es los. Und wir haben jetzt das. Ist einfach jetzt erstmal nur mehr Rüstung. Hat jetzt keine Fähigkeit. Hier wäre noch Widerstand gegen Gift. 102 Rüstung mehr. Naja. Natürlich das. Ist ja klar. Sieht auch schon ganz barbarisch jetzt aus. Boah, bin ich schon ein Barbar. Angriffsstärke 60, Rüstung 203. Ja, die Werte, die werden aber irgendwann nochmal ganz fantastisch nach oben gehen. Oh, Lusse. Zum Kauf beim Kuriositätenhändler. Durch zufällige Ereignisse. Oh, ob das was mit der Shared World zu tun hat, das kann schon sein.
Roter Staub wird verwendet, um Gegenstände in PvP von PvP-Händlern in der Trockensteppe und Kyrgyzstan zu kaufen. Wird an Altären der Extrahierung verdient, in dem Samen des Hassens erfolgreich geläutert werden. Ganz viele neue Worte. So, da habe ich jetzt ja dauerhaft plus 2 bekommen. Durch Gegenstände, quasi durch diesen. Ja, ja, ich verstehe. Die Werte, die werden dann irgendwann mal interessant. Jetzt spielen sie noch keine Rolle. Das gilt dann erst, wenn es Richtung Perfektionieren geht, nicht wahr? Der Weg hier lang, was sind das für Symbole? Das sind wahrscheinlich Schleusen oder was? Ich weiß es nicht. Wir müssen ja eh da lang, also gehen wir da auch lang. Kleine Truhe nehmen wir natürlich mit. Ach du meine Güte. Ja, aber die wird nicht besser sein. Ich müsste auch bald mal verkaufen. Das Inventar quillt schon langsam über. Ich muss warten. Ich habe keine Wut mehr. Schlüpflinge und Wargs. Das ist ein teuflisches Duett. Und jetzt kommen auch noch Spinnen dazu. Mit Bill könnt ihr markierte Gebiete durchqueren. Ach, das soll das heißen. Alles klar. Und hier oben geht's ja nicht lang. Ich war hier bei einem Sackgässerchen. Aber ich hätte den Zweihandhammer beinahe liegen lassen. Ja, ich gucke jetzt nicht bei jedem Gegenstand, den ich gefunden habe. Weil ich bereits den zweiten Zweihandhammer hier gefunden habe. Ja, alles klar. Danke fürs Zuschauen. Vielen lieben Dank. Vielleicht guck's ja später nochmal rein. Ich mache noch ein bisschen. Hier war auch noch so ein Durchgang scheinbar. Ach ja, hier käme ich quasi hoch. Okay. Später. Ein Kollege von mir hat gerade Nachtdienst, hat mir die ganze Zeit nicht zugeschaut hier bei Twitch. So, jetzt müssen wir natürlich mal schauen. Ach, guck mal, jetzt haben wir, da sind wir im Gebiet drin. Befindet sich das hier oder wahrscheinlich eher hier? Na gut, jetzt gucken wir trotzdem erstmal das Teilstück hier ab. Das machen wir schon mal gewiss. Eine Beißbeere. Kräuter und Erz lassen sich in der ganzen Welt finden. Handwerker können sie auf vielfältige Weise einsetzen. Ja, das ist ja schon mal fantastisch. Sowas ist ja schon mal großartig. Looten und leveln. Mehr sage ich nicht. Alles klar. Was ist hier passiert? Das Tier konnte sich aus der Falle befreien, kam aber nicht weit. Wer auch immer diese Kreatur gejagt hat, ist nirgends zu sehen. Bisschen Lore. Kleines bisschen Lore. Einfach liegen gelassen. Nicht mal verwertet. Purer Lust des Tötens wegen gekillt. Ich bin noch nicht bereit. Das sieht interessant aus auf der Minimap. Eine seltsame Ansammlung leerer Flaschen. Manche von ihnen stinken noch immer nach starkem Alkohol. Hier wurde gesoffen. Am Lagerfeuer wurde gesoffen. So, zumindest sind wir jetzt an der Hütte, wo wir diesen Verrückten, der sich mit dem Verbotenen auskennt, vorfinden sollten. Und dann eventuell irgendwie das Licht erhalten, nicht wahr? Das sind unsere Ziele. Ist hier jemand? Aber es scheint niemand da zu sein. Aber das klingt so, als wollte man mir sagen, da rechts wird ein Geheimgang sein. Vielleicht. Was auch immer da köchelt, riecht furchtbar. Also kochen kann der Eremit schon mal nicht. Die Werkzeuge eines Heilers. Sie sehen frisch benutzt aus. Kräuter, Pilze, Organe. Nicht zum Kochen geeignet. Was versteckt ihr dort hinten? Notizen zu Versuchsobjekten.
mit getrocknetem Blut verklebt. Soll damit ein Tier oder ein Mensch gefangen werden? Der wollte wahrscheinlich... Auch den Hirsch hat er da liegen lassen. Ja, ja. Jetzt habe ich die Notizen noch nicht mal eingesammelt, die da lagen. Hoffentlich kann ich die gleich noch einsammeln. Das macht mich sonst schon wieder wahnsinnig. Oh, er kommt zurück. Aber ich werde ihn ja wohl gehört haben. Nein, habe ich nicht. Soll ich jetzt gegen den Eremiten kämpfen? Wenn ihr in mein Haus eindringt. Er hat den Hirsch geholt. Und meine Sachen durchwühlt. Vielleicht doch ein guter. Dann habt wenigstens den Anstand, mit mir zu Abend zu speisen. Ich bin wirklich sehr hungrig. Der scheint uns zu mögen. Warum auch immer. Sehr gastfreundlich. Bisschen zu vertrauenswürdig für die raue Gegend, oder? Lorat. Ich wünschte, sie wäre es nicht. Aber sie ist wahr. Warum hatte ich diese Vision? Bedankt euch bei diesen netten Dorfbewohnern, die euch Liliths Blut gaben. Das Blut eines Dämons. Nicht irgendein Dämon. Die Tochter des Hasses. Die Mutter Sanctuarius. Sie wurde vor Ewigkeiten verbannt. Aber diese Welt ist ihre Schöpfung. Ihre Rückkehr wurde prophezeit. Was will sie? Das ist die Frage. Sanctuario war schon immer im Zentrum des ewigen Konflikts gefangen. Einem Krieg zwischen Engeln und Dämonen. Doch Lilith dient keiner Seite. Sie hat ihre eigenen Pläne für uns. Und ich? Bin ich verderbt? Nicht sicher. Aber ihr habt eine Verbindung zu ihr. Was werdet ihr unternehmen? Tja. Die Bindung nutzen. Herausfinden, was sie vorhat. Gut. Dann stehen wir das gemeinsam durch. Ruht euch noch etwas aus. Dann begeben wir uns nach Kiowaschat. Wenn wir Lilith nicht aufhalten, sind wir alle verdammt. Das Licht erlangen. Wir müssen scheinbar einfach das Licht erlangen. Da sind die Notizen. Ein Glück. Kurze Szene. Ja. Ach so, das hätte ich mir jetzt anhören können und ich habe es weggedrückt. Na gut, das ist jetzt halt so. Müssen wir mitleben. Jetzt kommst du aber nicht mit, ne? Du bleibst schön hier. Bist halt einfach nur hart bewaffnet. Der ist in Angriffsstellung. Doch, er kommt wohl mit. Jetzt hätte mich auch schwer gewundert. Also gut. Ein Stück weiter in dieser riesigen Welt. Interessant, dass hier noch so eine Schleuse ist. Als würde es hier noch irgendwas Spannendes geben. Aber wir brechen trotzdem weiter nach Norden auf. Oder nach Osten, so wurde es zumindest gesagt. Ach ja, hier wurde gesoffen. Übel breitet sich aus. Was habe ich denn da? Irgendwas Blaues eingesammelt. Ich habe es doch noch im Augenwinkel erahnt. Durch das schnelle Geklicke, ja, das macht doch schon mal. Das macht mich doch schon mal wieder viel stärker. Kurzschwert. Ja, ja, für den Kolben, das ist dann halt so. Macht mehr Schaden. Für den normalen Streitkolben, da ist die tolle Streitkolben-Kombo. Unser erster perfekter Bild ist da auch schon wieder hinfällig. Ach, guck mal, da muss ich den, kennen wir doch, den Schamanen erstmal töten, damit die anderen auch endgültig die ewigen Tiefen des Schnees besudeln. So, hier ging es hoch. Hoch. Kann man ja doch mal schnell schauen. Zumindest mal für die Kuh hat sich das Hoch doch schon gelohnt. Hier ist doch wieder ein Schamane unterwegs. Ich seh's doch. So, und wir haben gleich Level 6 erreicht. Mit einer immensen Geschwindigkeit. So. Ganz, ganz klasse.
Ach, das ist eigentlich die schönste Zeit im so einem Action-RPG, ne? Wenn es gerade losgeht, man immer wieder neue Sachen findet. Eigentlich müsste man das genießen und immer wieder spielen. Stufe 6 erreicht. Müssen wir direkt mal weiter gucken. Direkt mal weiter gucken. Was machen wir denn als nächstes für einen Spaß, für einen wilden Spaß? Der Wirbelwind, der ist mir noch ein bisschen zu langsam. Kann ich da denn noch irgendwie hier... Verbesserte Raserei. Solange Raserei 60% zusätzliche Angriffsgeschwindigkeit verleiht, generiert sie auch 2 zusätzliche Wut. Ja, es ist ja eigentlich nicht das Problem. Nachdem Wirbelwind 2 Sekunden lang eingesetzt wurde, verursacht Wirbelwind 30% mehr Schaden, bis er abgebrochen wird. Wenn ihr eine Hiebwaffe führt, verursacht Wirbelwind im Verlauf von 5 Sekunden zusätzlich 40% des Basisschadens als Blutungsschaden. Ist das dann egal, wo wir die Hiebwaffe führen? Das ist mir jetzt gerade zu experimentell. Ich bleibe jetzt aber erstmal auf der Wirbelwindschiele. Ich will jetzt gerade erstmal... Eigentlich müsste ich auch mal durchexperimentieren, aber das mache ich erst, wenn ich alle erstatten. Kostet mich noch nichts. Vielleicht kostet mich das eh einmalig nichts. Und dann könnte ich das irgendwann mal alle mal austesten. Aber ich finde das gerade schon... Ja, ich verwende ja gerade Einhandwaffen, ne? Spaltet Gegner vor euch, wodurch ihr ihnen 8 Schaden zufügt und im Verlauf von 5 Sekunden 70 Blutungsschaden verursacht. Klingt auch spannend. Ich traue mich gar nicht so recht, irgendwas auszuwählen jetzt. Eigentlich würde ich jetzt gern bei den beiden belassen. Aber die Kombi ist, glaube ich, nicht so toll. Die ist einfach nicht so schlau. Wir spielen hier mit den... Was wäre denn hier mit Zweihandwaffen? Einfach nur mal schauen. Doppelschwung. Schwingt eure Waffe aus entgegengesetzten Richtungen und verursacht mit jeder Waffe 20 Schaden. Gegner in der Mitte erleiden durch beide Waffen Schaden. Ich möchte das versuchen. Ich werde das hier mal zurückersetzen. Ist jetzt alles zurückgesetzt, aus Versehen oder was? Tatsächlich. Wir bleiben aber bei den zwei Waffen. Das fand ich interessant. So. Erstmal das. Nochmal das. Und dann... Das hier. So. Bleibt das jetzt kostenlos? Wenn ich das zurückerstatten möchte? Tatsächlich. Noch vielleicht. Das klingt so, als würde das irgendwann mal kosten. Und ist jetzt auf den geringen Level einfach nur ganz toll. Ah ja. So, was macht der Doppelschlag? Ja, den können wir ja auch schon mal verbessern. Ne? Wir haben ja noch 2 Punkte zur Verfügung, wurde uns hier gesagt. Betäubt oder zurückgestoßen? Schaden. Angreifbarer. Berserker-Modus, weiß ich gar nicht, was es ist. Wir machen die auf 3. So. So. Wir versuchen es so. Doch, ich bin jetzt erstmal ein Zweihandfreund. Da bleiben wir jetzt erstmal bei. Kurz mal committed. Ich bin noch nicht bereit. Mit der Minimap muss ich mir auch noch was einfallen lassen. Da kann man doch bestimmt noch was tun. Leute, ich muss mal schauen. Wo könnte ich das denn finden? Es kann sein, dass man es nicht einstellen kann tatsächlich. Guck mal. Ganz viel toller Schnack. Aber ich sehe jetzt nichts von Map, aber ich bin zugegeben auch sehr müde. Ich habe ja heute schon 7 Stunden gearbeitet heute. Wir lassen es jetzt einfach mal und machen weiter. Gegner, ja, dann will ich mal gucken, was der Doppelschlag denn so kann, wenn wir genug Wut generiert haben. Ich habe nicht genug Wut.
Gar nicht gesehen, was er macht. Er haut auf jeden Fall rein. Ich weiß halt nicht, ob das sinnvoll ist. Das werden wir dann irgendwann herausfinden. Auf jeden Fall macht er gut Schaden. Vielleicht macht es auch wirklich Sinn, eine Kombination aus den Dingen walten zu lassen. Der Engel Inarius. Ihr habt die Kathedrale des Lichts doch sicherlich schon über ihren heiligen Vater schwadronieren hören. Nun, er ist echt. Ein Engel wandelt unter uns. Lebender Jesus oder was? Und wenn er erfährt, dass Lilith hier ist, wird Blut fließen. Sie sind uralte Feinde. Sie werden die ganze verdammte Welt in ihren Streit hineinziehen. Es sei denn, wir können das verhindern. Ja, das versuchen wir natürlich. Selbstverständlich. Lasst uns nicht verweilen. Kyovashad ist nicht mehr weit. Vielleicht hätte ich den Hirsch auch mit. Ich ja schon wieder zu gewillt, da doch mal zu gucken. Dafür bleibt uns keine Zeit. Um die Stadt zu betreten, müsste erst was. Ich muss gleich mal mit Lorat sprechen. Er hat da irgendwas erzählt. Ich muss wahrscheinlich wieder irgendwas tun, bevor ich die Stadt betreten darf. Ah, das sind also zwei Schläge. Rein, raus. Gegner in der Mitte kriegen mehr Schaden. Verstehe. Rein. Rein. Ich habe kaum noch Wut. Mhm. Wer Kyovashad betreten will, muss ein Läuterungsritual durchlaufen. Eine bedeutungslose Geste, doch manche finden Trost. Die Reifeprüfung, um die Stadt zu betreten. Lass uns den umhauen. Lasst ihn passieren, Junge. Ich habe jahrelang versucht, Lorat zu dem Ritual zu überreden. Nun gut, aber der bleibt hier. Wir treffen uns drinnen. Ach, Lorat darf jetzt rein. Nehmt ein Stück heiliges Zedernholz vom Schrein und schreibt die Sünde darauf, die auf euch lastet. Ich komme einfach mit. Oh, verdammt. Ich gehe jetzt ihm hinterher. Wenn das Tor aufgeht, versuche ich mit reinzuschlüpfen. Das wird doch wohl klappen. So einfach. Doch nicht. Ich dachte, ich krieg das Spiel ausgetrickst. Nun. Ein Mann dieses Alters hat dunkle Zeiten erlebt. Das erklärt, warum er so verärgert ist. Okay. Sie hat sehr langsam geredet. Heilige Zederntafeln, was ist das denn Schönes? Furcht, Wut, Stolz, Gier. Hänge ich hier natürlich schon fest. Verbrennt eure Sünde. Ja, das ist doch Wut. Wut ist meine Sünde. Ich lebe davon, aber es ist auch meine Sünde. Das ist doch ein herzlicher Konflikt. Ein herrlicher Konflikt. Mit mir selbst. Ich zehre davon, aber sie treibt mich auch in den Wahnsinn. So. Die sagt jetzt, ihr tickt nicht mehr sauber. Pass mal auf. Ihr müsst das Gefühl haben, dass euch eine große Last von den Schultern... Habe ich tatsächlich ein bisschen. Weil meine Rolle in dieser Welt nun klar ist. Jetzt müssen wir den Lori wieder treffen. Alles klar. Endlich dürfen wir rein. Das war ein Aufwand. Hochrangige Quests führen in neue Funktionen und Systeme ein und schalten diese frei. Erkenne ich an diesem Plus, offensichtlich, da oben zum Beispiel. Vorrangige Quests, okay, jetzt aber erstmal gucken. Dieses Symbol, dieser Mörtel. Sucht euch einen anderen Ort zum Aufwärmen. Ich war zuerst da. Das war sie, glaube ich, nicht, die Händlerin. Da habe ich aus Versehen mit dem Penner geredet. Veroka, Alchemistin. Was kannst du denn? Tränke aufwerten, das ist doch nützlich. Heilt sofort 17 Leben und im Verlauf von 3 Sekunden. Ach, den habe ich.
Und auf Stufe 10 kann ich den nächsten kriegen. Und ich habe sogar schon die Zutaten dafür. Ja, das ist ja schon mal klasse. Wir sehen uns wieder. Beroka, mein Name ist Maestro Uno. Heiler. Soweit alles klar. Mit dem rede ich und erhalte mich. Wunderbar. Relativ simpel, aber sehr funktionabel. Auf Anordnung der Mutter Oberin Prava sollen die Schmiede nun die Hälfte ihrer Zeit der Fertigung von Rüstungen für die Ritter der Reue widmen. Scheint wieder mal ein Krieg anzustehen. Wiederverwerten? Moment. Wiederverwerten oder reparieren? Ach ja. Ja, ich möchte jetzt wiederverwerten. Das möchte ich jetzt. Ich möchte jetzt kein Geld, ich möchte wiederverwerten. Und zwar quasi alles. Warum kann ich das nicht ausrüsten? Weil es ein Stab ist und damit kann ich nicht umgehen. So, wie markiere ich es als Ramsch? Es gab doch eine Möglichkeit, nicht wahr? Ramsch. Alles Ramsch. Ramsch, alles weg. Inventar leeren, endlich. Endlich können wir das Inventar leeren und mal sehen, was für tolle Materialien sich daraus ergeben werden. So, Ramsch ist markiert. Dadurch werden alle als Ramsch markierten Gegenstände in eurem Inventar unwiderruflich zerstört. Seid ihr sicher? Ja. So. Irgendwas freigeschaltet. Eine ganze Menge von Transmogrifikationen freigeschaltet. Das ist doch irgendwas Optisches, oder? Und da unten sehen wir, was wir bekommen haben. Kann man das betrachten? 41 Eisenbrocken. Metall für die Verbesserung von Waffen und Schmuck. Gewöhnliches Leder. 2 Silbererz. Aber hallo. Kommt wieder, wunderbar. Wenn ihr etwas braucht. Rüstungen. Feuer und schlechter als das, was wir gefunden haben. Das sehe ich ja gerne. Und Waffen. Teurer. Teuer und schlechter als das, was wir gefunden haben. Auch das sehe ich gerne. So, was war da unten noch? Da war auch noch irgendeine Art von Händler. Da möchte ich auch noch mal gucken. Dieses Symbol möchte ich auch noch verstehen. Oh, und da ist auch noch eine Falltür mit einem Punkt dran. Das scheint mir wichtig zu sein. Würde ich auch gerne erspähen. Kuriositäten. Da habe ich von gehört, das ist doch dieses PvP-Gedöns, oder? Nee, das ist wieder was anderes. Das gab's doch auch schon. Dass man, das sind so Punkte und dann kann man zufällig sich vielleicht ganz besonders tolle Waffen schmieden, oder? Da komme ich gar nicht so einfach hin, glaube ich. An diesen Punkt, an diese Fallgrube. Doch, ich komme hier aus der Stadt raus, nicht wahr? Wir müssen, dieser Punkt an der Fallgrube zieht mich magisch an. Das müssen wir erkunden. Sagt, wo sind eure Mädchen? Sind sie endlich? So einer bin ich nicht. Ich bin ein treuer Mensch. Lassen Sie mich aber nicht raus. Sie essen, eine Ausbildung, mehr als ich Ihnen bieten kann. Eine lang erloschene Feuerschale, die sich kalt anfühlt. In das rostige Metall sind gezackte Worte geritzt. Inarius ist ein Schaf. Oh. Hier wird also dieser Engel scheinbar auch etwas verpönt. So, bevor wir jetzt mit der Story weitermachen, gehen wir natürlich schon von dem Spiel mir auch gezeigte Plusgeschichte erkunden. Verzeiht das gebrochene Deutsch. Was ist das denn noch alles? Ist ja noch mehr. Sind Sachen zum Teil noch gesperrt? Also ich glaube, Kvoyatschat ist die Hauptstadt des ersten Aktes oder was? Das wäre ein Okkultist. Was auch immer wir dort machen können irgendwann. Was ist das hier? Seht ihr diese Narren da bei der Kathedrale? Ringe und Amulette, ja, sowas Tolles habe ich ja eigentlich noch nicht. Und daneben dann scheinbar die Diamanten-Lady oder was? Das könnte eine Art Lager sein von uns, unsere kleine Hütte. Könnte ich mir vorstellen, unser Bett vielleicht sogar. Beutetruhe. Truhe 1. Kommode. Ja, das ist unsere Hütte. Na fein. Wegpunkt. Wurde mir nicht irgendwas von einer spannenden Quest erzählt? Jetzt habe ich hier einfach nur einen Wegpunkt. Und den ersten Wegpunkt habe ich nicht entdeckt, oder was? Ach, come on.
Ja, das ist doch der perfekte Zeitpunkt, um da mal hin zurückzulaufen. Hier geht's mit einem Ausrufezeichen Nebenquest. Ja, da müssen wir natürlich auch hin. Das wird alles noch gleich erledigt, glaube ich. Wir haben kurz vor 2:30, ja. Ich mache jetzt mal 10 Minütchen Pause, nutze die Zeit und laufe mal da ganz runter. Ich werde den Wegpunkt noch holen, weil da liegt der. Kann ich nicht auf mir sitzen lassen, Leute. Mit Wegpunkten könnt ihr frei durch Anctorio schnellreisen. Aktiviert beim Erkunden Wegpunkte, um mehr Schnellreiseoptionen zu haben. Hätte ich noch mehr lesen können, habe ich mir aber gespart. Jetzt muss ich da nochmal ganz runter. Ich glaube es nicht. Aber ja, das steht jetzt an in der Pause. Also, bis gleich, Leute. Ein paar Minütchen Pause. Ich muss sagen, ich wollte da unten hinlaufen, den Wegpunkt suchen. Da sind wir ja stehen geblieben. Bin einmal bis dahin gelaufen, musste feststellen, diesen Wegpunkt kann ich noch gar nicht freischalten. Habe auf dem Weg dahin fast ein Level erreicht. Nee, ich habe ein Level erreicht, ganz genau. Und jetzt dürfen wir tatsächlich weiter an unseren Fähigkeiten schrauben. Und ich bin der Meinung, dass ich trotzdem jetzt, also so richtig gut gefallen hat es mir ja nicht, ne? Ich verwende keine Zweihandwaffen, ich verwende zwei Waffen, aber keine Zweihandwaffen. Das heißt, diese Passiva, die bringen mir jetzt gar nichts. Was war das hier? Wenn die verwundbar sind, ja, ich weiß es nicht. So ganz gefällt mir das auch nicht. Ich würde das am liebsten schon wieder rückgängig machen. Aber wir machen das einfach jetzt noch einmal stärker und gucken mal weiter, denn... Leute, in den 10 Minuten Pausen ist Folgendes passiert. Als Let's Play gestartet, es macht mir zu viel Spaß. Ich kann es nicht nur im Stream zocken. Es wird kein Let's Play bei YouTube. Es wird tatsächlich ein erstes Reingespiele bei YouTube. Und geht jetzt noch ein halbes Stündchen, würde ich sagen. Und dann lade ich es trotzdem einfach mit meinem Hobby wegen bei YouTube hoch. Wenn jemand bis zu dieser Stelle geguckt hat, dann möge er bitte drei Königs hoch in den Chat schreiben und ich weiß Bescheid und bin begeistert. Und sonst bin ich von dem Spiel so begeistert, dass es einfach für mich nicht möglich ist, es in irgendeiner Form, ich muss ein bisschen leiser machen, es in irgendeiner Form die ganze Zeit online beim Stream zu gucken. Das wird rauf und runter gezockt. Das macht mir richtig Spaß, das hat mich heiß gemacht. Ich werde immer weiter streamen, so ist es nicht. Aber auch Monster Hunter wird nicht verloren gehen. So, guck mal, was ich hier entdeckt habe, Leute. Irgendein Event. Ich muss hier Gegner töten. Und ich habe nur eine gewisse Zeit scheinbar. Nee, ich muss eine Minute überleben. Und ich darf den Überlebenden nicht sterben lassen. Wo ist denn der Überlebende? Da liegt er oder was? Ich weiß ja nicht mal, wo der Überlebende ist, Freunde. Ist der, liegt der hier? Ist das ganze Ding der Überlebende? Das ist ja schon eine unfassbare Herausforderung hier. Ich kann aber meine... Ja. Lass den Überlebenden in Ruhe! Nehmt stattdessen mich! Der Überlebende aber ganz schön auf den... Oh, das wird aber doch eine heikle Nummer hier. Ich kann schon mal gucken, ob man der Überlebende ist. Ich muss da... Oh Gott, ich hab nicht so viele Tränke. Obwohl, es kommen genug nach, scheinbar. Das ist scheinbar nicht das Problem. Oh, da war ganz schön drauf. Der Überlebende hat noch 18 Sekunden. Ich habe noch 18 Sekunden. Lass den Überlebende doch bitte in Ruhe. Jetzt wird aber eng. 10 Sekunden. Das schaffe ich nicht. Der Überlebende wird nicht überleben. Oder? Doch. Das haben wir abgeschlossen. Jetzt müssen wir nur noch töten. Das war aber schon eine brisante Herausforderung. Da hätte ich vielleicht mal ausweichen sollen. Und nicht einfach nur stillstehen mit dem Knopf drücken. Jetzt wird es nämlich auch eng mit den Lebenstränken. Aber wir haben wieder genug eingesammelt. Ereignis abgeschlossen. Belagerte Karawane. So, das war jetzt ein Ereignis, ein Weltereignis oder ein festes Map-Ereignis. Auf jeden Fall hat es mir Zutaten gegeben. Ich glaube auch Obolusse, ganz genau. Mit denen ich diese Sachen beim Händler, wo wir eben schon mal waren, freigeschaltet haben. So. Einverstanden. Einfach alles ausrüsten, was besser ist. Belohnung tödlicher Rüpel, Spielertitel. Boah. Rüsten wir direkt aus. Er macht das schon, glaube ich, ganz gut automatisch. Da können wir uns jetzt gerade bei den blauen Dingern noch voll drauf verlassen. Da gehe ich jetzt noch nicht so sehr in die Tiefe. So, was ist da jetzt passiert? Zählt das da irgendwo oben als abgeschlossen? Weil guck mal, das ist mir auch aufgefallen. Es gibt jetzt hier das Gebiet, den zersplitterten Gipfel. Das dieses Teilgebiet scheinbar ist. Dieses Teilgebiet ist der zersplitterte Gipfel. Da kann ich Ansehen erhalten.
und Bonus-EP und Fertigkeitenpunkte und Trankkapazitäten und alles, wenn ich hier Sachen abschließe. Das ist natürlich schon wieder ein Zyklus der unfassbaren Lootgeilheit, ne? Da möchte man ja schon wieder voll rein. Also dieses Spiel hat es mir jetzt schon angetan. Und ich habe jetzt gerade eben, weil als ich noch einen kleinen Obolus bei mir in meine Tränke gesetzt habe, habe ich tatsächlich feststellen dürfen, ich bin ja auch gerade einfach träumend durch die Gegend gelaufen, ne? Habe ich feststellen dürfen, dass ich Glück hatte, eine Xbox-Version zu besitzen, weil die PlayStation-Spieler wohl Probleme hatten beim Launch. Aber Xbox und PC keinerlei oder wenn nur sehr geringe Probleme hatten. Und ich wage zu behaupten, vielleicht hätte ich einfach ein bisschen warten müssen und hätte mir das sparen können mit den 100 Euro. Aber bis jetzt, ich bin ehrlich, lohnt sich jeder Cent, das jetzt schon früher spielen zu können. Doch, doch, allein diese 4 Stunden sind das Geld fast schon wert. Sind sie nicht? Ich will nicht übertreiben. Aber bis jetzt bin ich doch sehr, sehr angetan, muss ich sagen. So, und jetzt gucken wir mal, was weitergeht. Sprecht mit Lorat. Ja, das war die eine Option. Ich habe da oben aber auch noch dieses Nebenquest-Ausrufezeichen. Das finde ich auch schon wieder sehr interessant. Und eine Weltstufenstatue. Ja, das gucken wir uns jetzt erstmal an, bevor wir da die Hauptquest anklicken. Nein, Lorat, warte noch kurz. Ich möchte mich noch etwas in der Stadt umschauen. Ich sage euch, mein Nachbar ist verhext. Ich sah, wie er vor meiner Tür herumschlich und Flüche murmelte. Da haben wir es. Die Priesterin natürlich, Selka möchte was von uns. 100 Generationen. Oben links, der andere, der sich da immer einloggt, der ist ein PlayStation-Spieler. Vater Inarius eingesperrt. Dem möchte was von uns. Die Wache, das war gar nicht die Priesterin. Ich glaube, er versucht sich die ganze Zeit verzweifelt einzuloggen. Er hat seine höllischen Fesseln abgelegt. Und die neuen Milizrekruten trainieren Tag und Nacht. Sie haben etwas Lob verdient. Aber ich kann nicht zulassen, dass sie mich als Weichling... Woher kennen wir diese Frau? Würde es euch etwas ausmachen, sie für mich anzufeuern? Schnelles Geld für euch. Mehr ja, das mache ich auch gerne, das ist doch keine Arbeit. Und ich bleibe weiterhin... Und wenn es dafür noch Geld gibt, da schlägt Maestro Uno doch gerne zu. Ich erledige das. Also unsere erste Nebenquest. Die Moral verbessern. Gut, kann ich jetzt wahrscheinlich auch irgendwo... auswählen. Verdammt kalt. Kann ich irgendwo? Aber wenigstens sind wir sicher. Jetzt einfach mal ein paar Knöpfe hier. Jenseits dieser Mauern herrscht Dunkelheit. Mhm. Offensichtlich gehe ich hier rein, weil es angezeigt wird. So, und jetzt möchte ich die anfeuern. Hallo. Hallo. Ah ja. Anfeuern. Jubeln. Gut gemacht. Das war's schon? Danke. Hoffentlich gewinnt. Ach ja, wenn die Nebenquests immer so einfach verlaufen, dann mache ich die doch gerne. Quest abgeschlossen. Habe ich da irgendwas bekommen? Eine Kräutertruhe enthält eine Auswahl an Kräutern. Ach, guck mal einer an. Das ist ja Weltklasse. Ja, da habe ich aber gern geholfen. So, und das ist eine Weltstatue. Bis 4 erstmal. Und bei uns ist... Ja, ja, das ist alles gut. Hier kann man die Weltstufe ändern. Kann man das nur hier? So, die Tore sind noch verschlossen. Falls sie sich öffnen, gucken wir auf jeden Fall unten nochmal nach. Da war ja dieser eine Kerker mit dem komischen orangenen Punkt, den ich sehr interessant fand. Also gut, ich glaube, fürs Erste habe ich mich hier erstmal ausgiebig umgeguckt und bin soweit informiert, was in diesem... in Quoyashat... Wo Waschat, wo es sich geht. Also, so, dann sprechen wir mal. Ach, guck mal einer an. Dieses Stück Holz geschrieben. Ich werde mich in die Trockensteppe begeben, um den Fallenmann aus eurer Vision zu suchen. Ich muss wissen, welche Rolle Fallenmann er bei dem Spiel. Ich habe auch schon wieder verdrängt. Doch während ich meinen Handel abschließe, müsst ihr noch etwas beschaffen, das mir gehört. Doch. Ein Händler im Zentrum der Stadt hat es. Sagt ihm einfach, dass ich euch geschickt habe. Lorat möchte, dass wir noch was
für ihn besorgen. Schartige Hufe, Senkrücken, trübe Augen. Dieses arme Ding ist praktisch Krähenfutter. Hier gibt's gleich ein Pferd, glaube ich. Da wollen wir uns noch mal schnell drum kümmern. Da laufe ich auch wieder gern zum Händler. Ich bin hier auch ein bisschen der Laufbursche, aber der bin ich gerne. Denn es gibt dafür XP. Ah, der alte Mann hat also endlich beschlossen, es zurückzukaufen. Was? Wie ich ihn kenne, hat er kein Geld erwähnt, oder? Wenn er seine Waffe will, müsst ihr bezahlen. Der Lorat, das ist ja ein Trickser. Ja. Gebietsgegenstand gehört zu Quoyashat. Quobashat. Man sieht ihr das Alter an, doch die kunstvolle Klinge wurde regelmäßig geschärft und poliert, als ob sie jeden Moment wieder zum Einsatz kommen könnte. Dann holen wir sie mal. Ja, nochmal ganz kurz zu der YouTube-Sache, weil es mir hängt. Eigentlich hatte ich tatsächlich geplant, die ganze Story durchzuspielen für YouTube. Aber nochmal, dafür packt mich zu sehr und es ist ja auch nur ein Hobby, wo es eigentlich um nichts geht. Und nee, das kann ich nicht. Ich werde bestimmt ab und an mal wieder ein Diablo 4-Video bei YouTube hochladen, so ist es nicht. Jetzt habe ich wieder irgendwas verrafft, weil ich wieder am Träumen war, weil ich mit euch geredet habe, mit euch imaginären Menschen. Aber ich muss das so weiterspielen. Und ich muss auch gleich was essen und nach dem Essen noch ein bisschen zocken. Und das kann ich alles nicht. Seltsames Amulett. Update anzeigen. Ja, das klappt halt nicht. So richtig, wie ich mir das vorstelle. Konnte mir jetzt gerade das Update nicht anzeigen lassen. Ist aber egal. Vielleicht habe ich doch irgendwas verrappt. Keine Ahnung. Verzeiht mir. Ja, 20 Tacken, ich sehe das nicht so eng. Er hat mir auch dieses Amulett gegeben. Was ist es? Das Mal der Horadrim. Ein uralter Orden von Gelehrten und Magiern, der schwor, Sanctuario vor Dämonen zu beschützen. Heutzutage sind wir nur wenige. Es gibt einen anderen Horadrim, Donan. Sein Wissen über Dämonen wird nur von seiner Überheblichkeit übertroffen. Lass mich raten, den müssen wir finden. Klingt, als könnte er uns helfen. Ihr solltet ihn ins Skosglen aufsuchen. Skosglen. Aber vergesst nicht die Kathedrale. Sie erwarten Namen. Könnten nützliche Verbündete sein. Ihr kommt nicht mit? Ich werde die Trockensteppe besuchen, um herauszufinden, wer dieser fahle Mann ist. Ihr sagtest du. Aber seid vorsichtig. Eure Verbindung zu Lilith, eure Visionen. Ihr seid der Schlüssel, um sie zu finden und ihre Pläne zu durchkreuzen. Gut, bin ich da absolut mit einverstanden. Manchmal sind unsere Wege vorbestimmt, sich zu kreuzen. Wir wissen es nur nicht. Also für dich werde ich wohl nochmal irgendwie wiedersehen. Ob es Zufall war oder das Schicksal, wir können nichts dagegen tun. Der im Sturm verlorene Wanderer. Befleckt von Lilis Blut, errettet von einem einsamen Mönch. Verschiedene Leben und Ereignisse fielen zusammen. Wodurch? Schicksal? Oder zog eine höhere Macht die Fäden? Ich wusste es nicht. Doch damals glaubte ich, ich könnte die Menschheit vor der Tochter des Hasses schützen. Die Verbindung zwischen dem Wanderer und ihr gab mir Hoffnung. Man stelle sich das vor. Ich bin halb, nur halb aufgepasst. So. Weiter nach oben. Ja, aber ich würde gerne mal gucken, ob ich jetzt nicht doch auch mal da lang komme. Orte auf der Karte, die mit diesem Kartensymbol markiert sind, erhalten neue gekaufte Gegenstände. Da ist noch eine Nebenquest. Nehmen wir auf jeden Fall an, selbstverständlich. Schließt den Prolog ab. Ach, jetzt sind hier auch andere Spieler. Guck einmal an, einer auf Level 18, das ist ja ein Hammer. Level 18. Na ja,
Bosan ist noch immer unterwegs, um Menestat unsere Zehntforderungen zu überbringen. Vielleicht könntet ihr da draußen nach ihm sehen und herausfinden, wieso er so lange braucht. Die Kathedrale braucht ihr Geld. Muss ich zu den Straßen von Menestat. Das mache ich noch. Aber ich will jetzt trotzdem erstmal da unten rechts lang. Danach eifert es mir. Unten rechts die Falltüre. Da wollte ich die ganze Zeit hin. Und jetzt hoffe ich, dass ich hinkomme. Dass man die Pforten geöffnet hat. Dieser dreckigen Stadt. Die mir dennoch eine Zuflucht bietet. In einer noch dreckigeren Welt. Jawohl. Da habe ich irgendwas bekommen. Warum? Und wie komme ich da jetzt schnellstmöglich hin? Hier direkt rechts rum. Ob das schon ein Gebiet ist, wo ich sein soll? Ich habe jetzt nicht aufs Level geachtet. Wir werden es wahrscheinlich relativ schnell rausfinden. Falsche Taste direkt befinden. Das geht aber, ne? Das geht alles. Ja, die machen halt schon Schaden. Ich habe kaum noch Wut. Leute, Leute, ihr seid mir aber Paganoven. Brandstifter. Wir gehen langsam aber sicher die Tränke aus. Ich bin gleich in Lebensgefahr. Dabei wollte ich doch nur oben diese wunderbare... Hier jetzt natürlich gerade ganz fantastisch. Ob ich hier wirklich sein soll? Ich weiß es nicht, aber diese Falltür, die lockt mich. Wir brauchen erstmal Ruhe, weil das Level, das dürfen wir natürlich nicht vernachlässigen. Den Fertigkeitenpunkt, so heißt es hier, glaube ich, richtig. Den müssen wir auf jeden Fall vorher noch investieren. So, wie geht's denn jetzt hier weiter? Hier unten ist ja auch jetzt was freigeschaltet. Was ist das denn? Defensive. Ja. Kernfertigkeiten. Defensive Fertigkeiten schwächen erlittenen Schaden ab und erhöhen die Überlebensfähigkeit. Stampft auf den Boden, verursacht 7 Schaden und betäubt da irgendwas. Ich werde hier ständig weiter angegriffen. Ich muss jetzt in die Falltür rein. So kann man sich ja nicht auf dein Bild, auf sein Bild konzentrieren. Komm, alle Lässer. Was für eine. Aber schon Schaden. Ich nehme viel Schaden. Aber es fallen ja auch genug Tränke. Alles wieder gut. So, jetzt habe ich hier auch meine Ruhe mal. Also, defensive Fähigkeiten. Und das ist jetzt eine defensive Fähigkeit. Ich stampfe auf dem Boden, verursache 7 Schaden und betäube 3 Sekunden lang Gegner in der Nähe. Betäuben und dann draufschnetzeln. Lasst einen Schlachtruf erschallen, der 6 Sekunden lang eure Bewegungsgeschwindigkeit um 40% und eure Ressourcenerzeugung um 30% erhöht. Die Bewegungsgeschwindigkeit und Ressourcenerzeugung von Verbündeten in der Nähe. Das wäre natürlich jetzt eine schöne Bewegungsgeschichte, um schneller voranzukommen. Aber ich finde das hier gerade einfach mal irgendwie interessant. Ich möchte das haben. Y ist es also. Gut, bin ich mit einverstanden. Meine Y-Attacke. Damit stunne ich die Gegner ein bisschen. Alle 14 Sekunden. Das ist natürlich lächerlich wenig. Hätte ich das mal vorher gewusst. Kurz einmal durchchecken. Ja, oh. Plus 3 auf alle Werte. Da ist mir die Rüstung kurz egal. Was kann der Schaden der Fertigkeitsbasis? Ja, ist mir egal. Hier geht es einzig und allein um Schaden. Savina Versteck. Wahrscheinlich irgendwas. Boah, ein Ladebildschirm. Ich dachte, was ist das jetzt? Ich denke mal, das ist
es jetzt einfach, hätte das irgendwie mit irgendeiner Nebenquest im Zusammenhang stehen sollen? Man weiß es nicht. Ich weiß es zumindest nicht. Sind aber stark hier, Leute. Sind aber starke Gegner hier. Ist jetzt immer Ruhe im Karton, Freunde der Nacht. Voll und ganz auf den elendigen Brandstifter konzentrieren. Was habt ihr hier nur vorgehabt? Ah, da waren ein paar schöne Sachen bei. Da waren ein paar Schätzchen bei, wo es sich mal zu gucken lohnt. Hat uns entschieden lassen, wa? Ja, 142 Rüstung, da gibt's nix. Da gibt's keine zwei Meinungen. Dafür bin ich jetzt also hier hingelaufen. Naja, gut. Naja, gut. War ja markiert. Ist das jetzt auch eine Art... Warum sind die jetzt alle wieder da? Das ist doch nicht euer Ernst. Ja, das ist ganz cool mit den Waffen. Alle paar Sekunden. Da komme ich mit parat. Leute, Leute, ihr seid aber schon nicht hier. Aber das ist aber schon nicht mehr ohne... Weiß ich noch nicht, ob das jetzt mein letzter Weisheitsschluss ist hier. Einhauen hier. Meine Herren. Wichtiger Lebenstrank. Abgehakt. Aber das ist auch ein anderes Gebiet, oder? Nee, das ist offiziell immer noch der zersplitterte Gipfel, aber das ist die Taiga von Dobrev. Zählt aber zum zersplitterten Gipfel. Und wurde das irgendwas, der Abschluss hat der irgendwas gebracht? Nein, aber es ist ein Häkchen auf der Map. Das kann was geben. Die lange Reise des Masters für Tobi. Sind da hier unterwegs? Leute, Leute, Leute. Was ihr immer von mir wollt. Und da spawnen sie aus dem Nix. Da kommen sie einfach aus dem Nix. Die Marodeure, die Brandstifter. Mann, Mann, Mann. Aber das kann ich auch nicht einfach sein lassen jetzt. Die müssen dann auch alle nacheinander. Ich kann jetzt hier nicht weitergehen, wenn da so viele Gegner unterwegs sind. Man sammelt ja auch doch noch einiges Zeug ein, was einem mit Sicherheit irgendwann noch zugute kommt. So ist es doch. So ist es doch immer. Ich hoffe, es ist hier so schön wie ein Monster Hunter. Dass alles irgendwie brauchbar ist. So, jetzt möchte ich hier... Hier bin ich doch richtig. Hier möchte ich... Hier komme ich ja wieder zurück. Ich möchte ja wieder zurück, um Gottes Willen. Dieser Pilger des Lichts konnte seine Reise nicht vollenden. Nein, Leute. Guckt mal, das waren jetzt 2,5 Superstunden mit Diablo 4. Hier bei YouTube und auf Twitch. Auf Twitch werde ich es definitiv bereits am wahrscheinlich morgigen Tag weiterspielen. Und auf YouTube werde ich zu geraumer Zeit bestimmt auch wieder Videos veröffentlichen. Da ist es halt ein bisschen rarer, weil das alles nicht so super Let's Play Videos sind und ich auch noch keine Muße habe, da irgendwas zusammenzuschneiden für 2-3 Klicks, wovon 2-3 Klicks oft von mir sind. Nicht wahr? Deswegen, oh, da war unten ein Bonus für Spieler in der Nähe. Da war irgendein Spieler in der Nähe. Hochspannend. Naja, Leute, wenn ihr es hochspannend fandet, lasst ein Follow da. Folgt mir, lasst einen Kommentar da, wie auch immer. Bis bald, alles Gute, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Wir sehen uns ganz bald wieder.